hoffe ich das, aber es gibt auch andere Optionen, falls du interessiert bist. Ich mach mal die Tür zu. Vor ein paar Wochen hat mich ein anderes Team kontaktiert und naja, die Dinge haben sich seitdem weiterentwickelt. Hier sind die Angebote, die ich einholen konnte. Du musst nichts tun, was du nicht willst. Aber sag mir, was du davon hältst. Ja, da habe ich gerade die Aufnahmen beendet, weil ich dachte, es kommt nichts mehr. Da kommt doch noch was, reiche das natürlich nach, werde das da reinschnippeln. Und wir haben Angebote und das heißt, wir gucken mal, natürlich Fahrer 2 bleiben oder zum Fahrer 2 werden. Gut, sauber ist jetzt nicht unbedingt die Top-Adresse gerade für uns. Also werden wir hier definitiv bleiben. Vor allen Dingen möchte ich sowieso bei dem Team bleiben. Ja, mehr gibt es ja nicht. Was da oben diese Taste, halte nach Kettenteam Ausschau. Okay, stärkeren Team soll es wahrscheinlich heißen. Ja, aber ich bin zufrieden da, wo wir sind. Das kann ich so sagen. Darum bleiben wir hier. Und jetzt haben wir noch eine Verfolgung oder Time Attack. Da muss ich mich mal hinsetzen. Ich war doch schon darauf und dran, aufzuhören mit der Aufnahme. Und jetzt sowas. Dann konnte man fahren, langsamer Autos dürfen, aber jeweils früher starten. Ja, wollen wir das machen oder wollen wir Time Attack machen? Ich glaube, wir nehmen das hier. Dann machen wir das noch schnell. Ja, zum Einladungsevent. Ich würde mal sagen, das machen wir. Willkommen zum heutigen Einladungsrennen, bei dem uns ein paar der weltbesten Fahrer eine Sondervorführung einiger ikonischer Sportwagen bieten werden. So, und jetzt Ziel, beendet das Rennen auf den ersten Platz. Deine Kontrahenten fahren langsam Autos, dürfen aber jeweils früher starten. Überhole sie alle, ehe die vorgegebenen Runden absolviert sind. Drei Runden haben wir Zeit mit den F214. Damals, oh, schaut es mal an, 18.000 Umdrehungen. Das waren noch Zeiten, haben die Wagen noch gekreischt. Oh, wie der Controller wackelt einfach nur. Wie schmal die Autos noch waren. Wir gucken mal, was möglich ist. Okay, das war nicht optimal. Aber irgendwie ist es auch verwinkelter als sonst. Also ich glaube, das schaffe ich nicht. Wie sollen das in drei Runden gehen? Runde 1 ist ja schon gleich zu Ende. Alter, wie sollen das gehen, bitte? Okay, also der Wagen will nicht so, wie ich will, um die Kurve. So, jetzt haben wir einen überholt nach einer Runde. Wie soll ich ihn bitte 5 überholen?
Naja, wir versuchen es mal. Aber es ist natürlich eigentlich Schwachsinn, weil das kann nicht funktionieren. Zellron, der Pessimist, ja, bei solchen Sachen schon. Weil ich sie einfach übertrieben finde. Schade, warum man nicht so ein klassisches Rennen fährt lieber oder so. Ich muss sagen, diese Zeitgeschichten und so hier, das finde ich Schrott. Also sowas mag ich überhaupt nicht. Würde ich mir doch niemals angucken, sowas. Schade. Ich dachte, man kann da halt einfach so ein bisschen... Ja, man schafft das niemals. Also das kannst du vergessen. Also wir sind Vierter, ja. Oje, oje. Das geht niemals. So, hier sind wir diesmal besser rum. Aber der Motor hört sich einfach geil an. Ich weiß nicht, was die für Rundenzeiten erwarten. Sari. Ja, wir werden, wenn wir Glück haben, Zweiter werden. Ja, kannst du vergessen. Ey, dieser dumme Williams. Also maximal einen kriegen wir noch, maximal. Aber ich würde das Event dann auch einfach scheitern lassen. Das ist mir egal, weil ich mag diese Events eh nicht. Die sind echt Schrott. Da fand ich auch mega künstlich. Sowas gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Oh, wir haben kein Benzin mehr. Ja, komm, wir brechen das ab. Ich habe auf sowas keinen Bock. Und Season beenden. Ja, wir sind sicher. Und Salü. Ah, das ist Schrott, sowas. Ja, komm, mach doch. Ja. Und ciao. Ist mir ehrlich gesagt auch egal, dieser Schrott. Gut, damit war es das. Sorry, dass ich ein bisschen genervt war, aber... Ist halt so. Man kann nicht immer mega gelaunt sein. Nee, ich habe jetzt ein bisschen Hunger und so und wollte die Aufnahme deswegen ja auch beenden eigentlich. Hab sie wieder angeschmissen wegen den Vertragsfragen und diesen, naja, kleinen Event halt. Und würde mich freuen, wenn ihr trotzdem Daumen hoch da lasst. Und schreibt mir mal, ob ich solche Events überhaupt fahren soll oder ob wir die einfach überspringen sollen, weil meiner Meinung nach ist es einfach nur Schrott. Also... Weil es nichts mit der Realität zu tun hat. Ich habe ein lizenziertes Spiel gekauft, der Realität wegen. Also könnt ihr, wie gesagt, gerne mal schreiben, wie ihr das seht, ob ich da einfach auf dem Holzweg bin oder ob ihr das genauso seht. Ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, würde mich trotzdem für einen Daumen hoch freuen, auch wenn das gerade ein bisschen lustlos von mir war. Kommt halt vor, ist zwar mega selten, aber gut, ich habe mich da halt durchgequält. Ja, dann danke fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Euer Zellron. Ciao.